Die Geschichte der Dummheit ist lang. Im Jahr 1473 wurde in Basel ein Hahn wegen Hexerei angeklagt, denn er hatte ein Ei gelegt. Das ist wirklich passiert. Ich komme nicht klar. Wie dumm ist das denn? Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und alle, die sich dazwischen bewegen. Geht's euch gut? Einen Groll zu hegen, bedeutet jemanden, den du nicht magst, mietfrei in deinem Kopf leben zu lassen. Ich will euch was über Dummheit erzählen. Ich habe die Dummheit in ihrer Tiefe erforscht. Festinger nennt das Ganze eine kognitive Dissonanz. Das ist, wenn eine Überzeugung, die man hat, und die Realität nicht zusammenpassen und dann das Gehirn sagt, okay, die Realität täuscht sich. Die ist falsch, ich habe recht. Bei Menschen gibt es den Dunning-Kruger-Effekt, der sieht dann so aus, bei so ein bisschen Erfahrung geht das Selbstbewusstsein auf einmal steil in die Höhe. Du hast ein Asterix-Heft gelesen und du willst dich, hältst dich für einen Experten über das antike Rom. Warum auch nicht? In der Forschung nennt man diesen Berg, das fand ich sehr schön hier, diese Spitze hier, Mount Stupid. Ab März 2020 gibt es mein neues Buch und meine neue Soloshow. Beide heißen Cogito Ergo Dumm. Ich bin auf Tour, kommt vorbei, holt euch das Buch, wir sehen uns. Ich muss weg. Das ist der Titel meines Buches, das nächsten Monat rauskommen wird. Cogito Ergo Dumm, und es ist eine Geschichte der Dummheit. Wenn man hört, jemand hat ein Buch über Dummheit geschrieben, denkt man so, wie Dummheit, Buch, hä? Was ist mit ihm? Ich weiß doch, was Dummheit ist. Weil es ist so, dass wahrscheinlich jeder hier ein Beispiel kennt, ne, was Dummheit eigentlich ist. Ich nenne gerne dieses Beispiel, wenn mich jemand nach etwas Dummem fragt. Am 12. November 2019 hat der Stadtrat in Venedig beschlossen, dass es für Venedig keine Maßnahmen gegen den Klimawandel braucht. Da sieht man keine Gefahr, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Das Ungewöhnliche an der Situation ist, dass wenige Minuten später der Sitzungssaal geräumt werden musste, weil er überflutet wurde.